Kleinwächter von der AfD. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen. Das ist jetzt aber echt schade, Frau Müller-Gemmecke, dass Sie Ihre Rede zu Protokoll gegeben haben. Ich meine, die Linken haben Ihren Antrag extra von Ihrem Antrag der letzten Wahlperiode kopiert und es wäre schon interessant gewesen, wie Sie sich jetzt in der Koalition dazu verhalten. Ne? Also die Linke will ja Arbeitszeit europarechtskonform dokumentieren. Und immer wenn dieses Wort Europa fällt, dann stellen wir uns natürlich erstmal die Frage, gehört das eigentlich in die EU? Und die ganz klare Frage ist, nee, die EU hat in dem Bereich absolut nichts zu suchen. Das ist einfach keine Aufgabe, wie Sie wissen. Wir stehen nicht für diesen Single Market und Brüssel soll alles entscheiden, sondern wir sind für einen Wettbewerb der Märkte untereinander. Und das wäre auch gut so. Dummerweise ist das Urteil des Europäischen Gerichtshofs Ihr einziges Argument. Und deswegen will ich dann doch ein bisschen drauf eingehen, weil Sie selbst das ein bisschen falsch verwenden in Ihrem Antrag. Und zwar steht da ja nicht drin, die Mitgliedstaaten müssen jetzt, sondern da steht drin, dass die Richtlinien so auszulegen sind, dass sozusagen nach der Urteilssprechung der nationalen Gerichte es gesichert sein muss, dass ein solches System irgendwie vorhanden ist. Und Sie haben gerade selber ausgeführt, Frau Fersche, dass es Gerichtsurteile in Deutschland diesbezüglich gibt und dass auch unsere Arbeitsgerichte im Arbeitnehmersinne urteilen. Also frage ich Sie, wo ist eigentlich das Problem? Tatsächlich ist die Rechtslage in Deutschland relativ klar. Wir haben Paragraph 16 Absatz 2 Arbeitszeitgesetz, wo drin steht, dass alles, was über die sozusagen normale Arbeitszeit hinausgeht, als Überstunden dokumentiert werden muss. Und das ist auch gut so. Und es ist übrigens auch egal, wie die Lage dieser Arbeitszeit ganz genau ist. Sie muss dokumentiert werden. Und nach Paragraph 17 Absatz 1 Mindestlohngesetz ist es ja auch in diesen schwarzarbeitsgeneigten Branchen so, dass diese Arbeitszeit komplett dokumentiert werden muss. Also Anfang, Ende, Dauer, so wie Sie sich das wünschen. Und das sind ja fast alle Branchen, wo entsprechend eine potenzielle Gefährdung des Gesundheitsschutzes eben drinsteckt, Bau, Spedition, Gastro und ähnliche Dinge. Also gibt es hier eigentlich keinen Regelbedarf. Und wenn Sie sagen, diese Sachen werden nicht eingehalten, dann muss ich aber entgegnen, ja natürlich, wenn es nicht eingehalten wird, brauchen wir aber kein drittes Gesetz und wir brauchen nicht mehr Bürokratie und wir brauchen nicht irgendwelche Systeme, die alle zu irgendetwas verpflichten, was dann auch wieder Kosten mit sich bringt, sondern wir brauchen halt dann einfach auch mal eine Klage und das muss entschieden werden und das wird im Sinne der Arbeitnehmer entschieden und ja, wir haben einfach kein Problem, Frau Ferschel, wir haben einfach kein Problem. Und mal ganz ehrlich, bevor wir immer nach der europäischen Ebene rufen, bin ich wirklich dafür, dass wir gerade mal diese Frage der Dokumentation von Arbeitszeit dorthin schicken, wo sie hingehört, und das ist in die Tarifautonomie. Lassen Sie doch einfach mal die Gewerkschaften mit den Arbeitgeberverbänden das aushandeln, wie genau die Arbeitszeit dokumentiert werden muss. Da brauchen wir doch keine Regel auf EU-Ebene und da brauchen wir auch nicht unbedingt eine deutlich erweiterte gesetzliche Regelung in Deutschland im Vergleich zu dem, was wir schon haben. Es gibt auch viele Sonderfälle, Homeoffice-Vertreter, die draußen sind im Außendienst, Sonderfälle, die beachtet werden müssen. Und insofern, meine Damen und Herren, ist dieser Antrag, den Sie sich da auf zwei Seiten mal herausgemurkst haben, leider völlig überflüssig gewesen.